Durch die Wucht des Aufpralls hat sich der Wagen total verformt. Heute am frühen Morgen, kurz vor drei, kommt der Fahrer eines Kombis am Niederrhein von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann hat keine Chance, er stirbt noch am Straßenrand. Wahrscheinlich ungebremst rast der blaue Kombi nachts gegen den Baum. Die Polizei versucht am Unfallort zu rekonstruieren, wie und warum der PKW von der Straße abgekommen ist. Vieles spricht dafür, dass der Wagen nicht plötzlich, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt kontinuierlich nach links gezogen ist, bis er in diesen Graben fuhr. Der Fahrer aus den Niederlanden hatte keine Chance. Der 38-jährige Mann, der war zunächst in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Und der Notarzt, der hat dann nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Beobachtet hatte den Unfall niemand. Ein nachfolgender Autofahrer, der später den völlig demolierten PKW im Graben bemerkte, alarmierte aber sofort die Polizei. Hinweise auf einen technischen Defekt gibt es bislang nicht. Ebenso wenig konnte Alkohol im Blut des Unfallopfers nachgewiesen werden. Daher können die Beamten vorerst nur spekulieren, was in der Nacht gegen 3 Uhr morgens auf der Landstraße geschehen ist. Der 38-Jährige ist auf gerader Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt. Möglicherweise hat es sich hier auch um einen sogenannten Sekundenschlaf gehandelt. Der Unfall war mitten in der Nacht passiert. Bis 4.30 Uhr in der Früh musste die Straße aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt werden. Psychologen des Opferschutzes der Polizei betreuen die Angehörigen des Verstorbenen.